In der Nacht hatte ein Schneesturm über der Prärie getobt. Und auch jetzt rieselten noch die Flocken. In dem Geschäftszimmer der Agentur saßen zwei Angestellte. Neben ihnen stand Red Fox, die Pfeife im Mundwinkel. Als Jäger, Goldsucher, Räuber, Scout gehörte er zu jenen Typen des Wilden Westens, die bald nur noch als verfemte Banditen leben konnten. Aber im Augenblick war er noch unentbehrlich, denn er verstand Indianersprachen und kannte die Sitten und Gewohnheiten der Dakota. Die Tür des Geschäftszimmers wurde aufgerissen. Hallo, Red Fox. Johnny, du Fettfleck. Was suchst du bei uns? Na, dich, Red Fox, suche ich. Na, was ist los? Spuck schon aus. Ach, es ist etwas Unerhörtes passiert. Na, was? Die Söhne der großen Bären sind aus der Reservation ausgewandert, ohne zu fragen. Johnny, wo hat die indianische Lagerpolizei wieder einmal geschlafen? Wo steckt Chonka? Wie soll ich das wissen? Mann, wenn du denen zu trinken gegeben hast, holt dich der Teufel. Oh, gut, bei. Johnny, da bleibst du. Sag mal, wer hat das angezettelt? Der Tokaito? Tokaito? Sie haben diesen Burschen wieder freigelassen? Haben Sie. Ein gewisser Maler mit Namen Dan Morris